Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen OMSI-Folge. Mal wieder hier auf dem Kanal. Ja, lange ist her, es tut mir leid. Aber ihr seht ja gerade selbst, was hier so ein bisschen los ist. Und zwar zieht mich das gerade so ein bisschen mehr in die Train-Simulator-Richtung. Natürlich will ich aber auch unsere Standardkandidaten hier nicht vergessen. Wir sind heute unterwegs in Alheim-Laurenzbach. Das ist also eine Karte, die wir in den drei Karten zur Auswahl haben, die ihr euch aussuchen dürft für die nächste Leitstellenfahrt, um das Ganze nochmal euch ins Gedächtnis zu rufen, dachte ich mir, wir fahren heute mal die Linie 28 hier von Parkstraße. Und ja, wie gesagt, das mit dem MAN Stadtbus in Alheim-Laurenzbach Design 2003 oder ab 2003. So sieht also das Design aus dazu. Und ja, mal schauen, wie das Ganze hier so aussieht. Ihr seht auch ein bisschen, OMSI sieht ein bisschen anders aus. Das liegt daran, es gab hier irgendwie so eine kleine Grafikmotte, die man hier so installieren kann. Und wenn man das Ganze hier zum Beispiel auf Ende drückt, ja, wird es halt heller. Und ja, ihr seht, es wird so ein bisschen, wie kann man es am besten sagen, es wird, die Texturen werden schwammig. Wenn man jetzt hier die Tasten wieder, wirkt das alles irgendwie ein bisschen abgedunkelter und die Kanten sehen nicht mehr ganz so rund aus. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, muss man sich halt vielleicht erstmal dran gewöhnen, um das vielleicht toll zu finden. Wir lassen es jetzt erstmal an. Ich habe gemerkt, dass bei mir die Performance dadurch ein bisschen in die Knie geht. Andere wiederum sagen, dass das Ganze dementsprechend halt flüssiger läuft. Und so müssen wir mal schauen. Deswegen, wir springen mal rein. Starten wir hier unseren Motor. Ihr seht, ne, also er braucht schon relativ lange, bis er das Ganze hier lädt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist, wenn ich diese Grafikmonte nicht aktiviert habe, habe ich dieses Gefühl halt weniger, dass das da halt dementsprechend so ist. So, wir sind auf der Linie 28 unterwegs. Wir haben natürlich hier den Fahrplan. Sehen wir natürlich. Heieiei. Osterfeller Markt ist Ankunft, Linie 28. Und ja, das wollen wir natürlich nehmen. 028 und Route 02. Passt das? Parkstraße? Nein, das ist natürlich falsch. Wir brauchen natürlich die Route 1. Das war es auch nicht. Das war natürlich mal wieder so sonnenklar. Falsche Route. Route 05. Haben wir da irgendwas? Ja, Osterfelder Markt. Das passt. Somit haben wir jetzt richtig hier eingestellt und können natürlich hier unseren Bus vorbereiten, dass wir hier starten können. So. Gut. Dann müssen wir das Ganze mal hier so ein bisschen soweit hier vorbereiten. Wir haben noch ein paar Minütchen zur Ankunft. Holen wir uns mal hier den Pfeil noch dazu. So, so passt das ganz gut. Wir können den Bus ja noch anpassen. Das will ich auch gerne mal ganz kurz tun. Denn, nein, das ist nicht das Richtige, was ich hätte. Spiegel, Innenraum. Spiegel hätte ich gerne den langen Spiegel. Da haben wir den richtigen. Der gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser, als wenn ich da komplett zur Tür gucken muss. So, ja, somit würde ich sagen, legen wir auch direkt los, fahren mal eine Runde. Schon lange nicht mehr OMSI gespielt. So, damit gewinnt gar keiner von uns beiden. So, fahren wir jetzt einfach in der Einbahnstraße, von daher kann uns das sehr groß egal sein. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt zum Beispiel eine Karte, die wir anstreben, eventuell, dass diese in der nächsten Leitstellenfahrt mit dabei ist. Also unsere Freeware-Karte, einmal normal hätte er gern, Einzelticket 20-2, bitteschön. Und wir springen uns mal direkt nochmal die Zeit noch ein bisschen vor. So, passt das. Da haben wir noch ein paar Fahrgäste. Hallo, hallo, hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte hätte er gern. So, 20 bitteschön.
So, damit geht's los. Ja, also wie gesagt, ihr könnt da jetzt abstimmen. Wie gesagt, Videos online und von daher frohes Abstimmen. So, hier haben wir auf jeden Fall gleich eine Stelle, die ist gleich richtig böse. Da schätzt man die OMSI-KI wieder mal ein bisschen. Genau, das ist die Stelle. Da musst du wieder aufpassen, die karren die nämlich einfach in die Seite rein. So. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ihr wollt nicht mit, dann habt ihr Pech. So. Zum Beispiel so Sachen, ne, zweispurig oder sowas, ist alles großartig hier in OMSI. Das funktioniert immer wunderprächtig. Ich habe jetzt auch gesehen, München, die Demo hat jetzt nur das Update bekommen. Müssten wir uns jetzt eigentlich in der Regel nochmal anschauen. Weiß ja nicht, ob wir das machen. Werden wir bestimmt uns nochmal angucken. Wir haben ja noch Rheinhausen zum Beispiel mit im Angebot. Da hatten wir ja auch schon eine Folge von abgedreht gehabt. Und ja, Metropole Ruhr, Leute, ist mit dabei. Also, falls jemand von euch Metropole Ruhr fahren möchte, dann könnt ihr gerne dafür abstimmen. So, warum auch immer hier die Haltestelle falsch rum steht, das weiß nur der Entwickler der Map. Hallo. So, wir hätten mal... Dresdner Straße, ich weiß gar nicht. Ist es jetzt schon die Dresdner? Ich glaube, um die Karte hier fahren zu können, braucht ihr das Eldon Hamburg Tag und Nacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wenn ihr da mitfahren wollt, mit in der Leitstellenfahrt, dann besorgt euch diese Karte. Achtet allerdings darauf, dass es die updated ist. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich gar keine andere Version mehr davon. Aber sicher ist sicher. Ja, also, wie gesagt, Alheim-Laurenzbach updated. Wahrscheinlich gibt es schon wieder für die updated wieder ein Update. Das kann natürlich sein, so ein Fahrplan-Update oder sowas, habe ich keine Ahnung. Also, ich habe das ganz normale Alheim-Laurenzbach updated. Ja, also... dass ihr das schon mal gehört habt, in der Regel. Oh, er lässt mich hier nicht rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Genau. Du bist ein Held. Wer ist Mercedes? Was verlangst du?
Leipziger Straße. Okay, ist ein Haarschild. So, ist wahrscheinlich für Busse oder sowas. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Wie kommst du? 20 Cent. Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es ein anderer tut. Lassen Sie Wertsachen nicht im Auto. Polizei Alheim Prävention. Ah, alles klar. Ja, das sind natürlich schicke Repaints, muss man mal hier sagen. Also es gefällt mir sehr gut. Ja, also da haben sie sich farblich ein bisschen was einfallen lassen. Hinten so dieses komische Grün, ja, und vorne dann dieses Knallgelb. Also das hat schon was. Also schlicht und einfach, sage ich halt immer gerne dazu. Hauptstraße, alles klar. Fahrt immer alle ruhig. Um halt einen Unfall zu vermeiden hier. Scheiße. Boah, fährt der Scheiße. Guten Abend. Hallo. Ja, Mutti, kommst du, naja, war eigentlich pünktlich gewesen. Wollte gerade sagen, kommst du zu spät. Ja, da war es dann pünktlich. Wir waren ein bisschen überpünktlich. Nicht so schön, dass man hier so diese Buslinie einfach über so ein Dings gelegt hat, ja. Über die Fahrbahnmarkierung und dann ist gut. Nächster Halt, Frankenstraße. So. Ja, auch ein Lotus, ja, aktuell ein bisschen ruhig geworden gerade. Gibt gerade nichts, was man zeigen kann. Deswegen bin ich gerade so auf dem Trip, so Train Simulator und alles sowas mal wieder. Immer mal wieder, diese Phase. Aber dabei vergesse ich halt immer um sie denn. Das ist ein bisschen schade. AVG Kundencenter, bitte hier aussteigen. Sieht, glaube ich, ganz richtig aus hier. Übergang zur Hochbahn, zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Oh, genau. Da hättest du jetzt nicht rüberfahren können, Alter. Was ist los? Ja, ich hatte ja damals so ein paar Schwierigkeiten gehabt mit der Karte. Obwohl halt alles installiert ist, kannst du ja nachprüfen, ne, dass da alles drauf ist. War alles halt installiert. Und trotzdem hatte ich halt diese obligatorischen Kachelladefehler gehabt, ja, die ja mittlerweile ja schon allseits bekannt ist, natürlich hier in OMSI. Ja, aber es ist mir persönlich halt noch nie passiert, wenn jetzt zum Beispiel alle Objekte vorhanden sind. Da muss irgendwas wahrscheinlich so von den Systemeinstellungen oder sowas so böse in die Performance gezogen haben, dass er dann irgendwann nicht mehr geschafft hat, das nachzuladen. Weil jetzt funktioniert es wieder ohne Probleme.
Weiß nicht, ob es hier meins ist, muss ich dazu sagen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Also mit dem Fahrschein. Wollte gerade mal gucken, ob das hier mein Platz ist. Abend. Einheim Hauptbahnhof 2. Ja, ist klar. So, allerdings steht ein Kollege vor uns. Die 34. Altes Zimmer, warum fährst du nicht? Weil der Kollege da im Weg steht. Das ist schon wieder unglaublich. Müssen wir wieder gucken, dass wir jetzt hier wieder... Was liebe ich denn immer, ja? Nächster Halt, Bernauer Platz. Es besteht Übergang zur Hochbahn. Was war das? Das sieht aber nicht aus wie eine Haltestelle für mich hier. War jetzt ein bisschen gemein, weil es jetzt so ein bisschen versteckt war. Also wer hier so viele Poller hinstellt, das ist sehr unglaubwürdig. So an sich aber auf jeden Fall eine sehr interessante Linienführung. Das muss man mal lassen. Ich bin die Karte vielleicht ein, zwei Mal gefahren. Also ich fahre sie jetzt halt nicht jetzt rund um die Uhr. Das will ich mir jetzt ja versuchen anzueignen, dass wir uns auch mal auf jeden Fall mal die anderen Linien komplett mal anschauen. Ne? Also da bin ich dabei. Ich weiß, es ist für den einen oder anderen vielleicht langweilig, weil das halt schon gesehenes Material ist, ne? Was ja schon natürlich schon allseits bekannt ist. Andere natürlich oder ihr selbst das Ganze schon ja rauf und runter gespielt habt und ihr die Karte wahrscheinlich schon in- und auswendig kennt. Aber dadurch, dass ich sie halt persönlich nicht kenne, versuche ich das Ganze jetzt hier dementsprechend alles nachzuholen. Denn ich war ja bis vor einer gewissen Zeit mal so auf den Trip nur original DLC ist halt so Modstrecken eigentlich so gut wie gar nicht. Weil mich, oder auch heute nervt mich das tatsächlich immer noch, dass die ganze Sache immer so mit diesen Zusatz-Downloads und alles sowas, das ist wirklich schon nervig. Das ist wirklich schon sehr nervig. Hatte jetzt letztens wieder eine Anfrage auf dem Discord gehabt, da fehlte wieder ein, zwei Dateien, ja, das ist super nervig, ja, wenn du eigentlich gefühlt einfach alles hast und es fehlt diese eine Datei und diese eine Datei bringt halt komplett Lotus einfach mal zum Abstürzen, das ist mehr als ärgerlich, ja, das ist, holy shit, ist das ärgerlich. So, alles einsteigen gehen. Guten Abend. Guten Hallo. Abend. Guten Abend. Ja, ist schon spät hier in Arlheim. Was steht denn da oben alles dran? Dies.
Warte mal. Steht da dran? Achso, es ist irgendwelche Infopoints, okay. Dies ist eine Standard-Spandau-Kreuzung. Wer die Verkehrsführung unsinnig findet, muss. Was steht da? Dies ist eine Standard. Aha. Wer die Verkehrsführung unsinnig findet, muss sich bei der Stadt Berlin beschweren und bei Fehlern im Modell bei M&R. Keine Ahnung. Also warum sowas da hinschreibt. Vielleicht habt ihr ja da mehr Ahnung von, dann könnt ihr mir ja dann gerne mal Kommentare da lassen. So, wir müssen uns natürlich jetzt hier links. Wie sieht's hier aus, Kollege? Ja, oh, ja. Das war schon fast klar gewesen. So, aber wir haben hier die Ampel erstmal angefordert. Schön, und wir haben auch direkt grün. Das ist ja perfekt. Nächster Halt, Universität Campus Disselberg. Es besteht Übergang zur Hochbahn. Ja, doch. So, wenn es jetzt ein DML-Spiel wäre, würden sie jetzt Blick auf die Kameras machen. Ja, die ganzen Achsenfedern, ja, also so ein Quatsch, wirklich. Da haben die so viel Geld, wirklich so viel Wert drauf gelegt. Das ist absolut großartig. Guten Abend. Guten Abend. Muss das hier so kalt sein? Ja. Hallo. Es ist hier 1000 Grad im Bus und die fragt hier. Nein, natürlich ist es nicht 1000 Grad hier im Bus, aber es waren jetzt die letzten Tage waren schon relativ warm hier in Berlin. Das können wir mal lassen. So, wir haben Verspätung, Leute. Jalla, jalla. Boah, ist jetzt dein Ernst? So. Dankeschön. Ja, geh weg. Bergstraße. Oh. Es ist so klar, dass wenn ich hier lang fahre, kommen hier natürlich hier Autos, ja. Türe zu da hinten. Warum vertraue ich der Omni-KI nicht mal, wenn die blinken? Kannst du mir das mal verraten? Wahrscheinlich ist schon so oft enttäuscht worden. Hochbahn.
wird eh rot. Jetzt ist eh wurscht. Schöne Linienführung, aber trotzdem. Eiheim Lauenbach, ich bin glaube immer nur diese komische Airport-Linie gefahren. Das war die einzige Linie, glaube ich, die ich kenne von Eiheim Lauenbach. So andere Linie bin ich nie gefahren. Und das ist halt, was ich meine. Das muss ich jetzt hier echt alles mal nachholen. Dass man sich hier mal deutlich mehr Linien halt auf jeden Fall mal anschaut von den ganzen. Deswegen sind halt diese Leitsteinfahrten mal dafür relativ cool, ja. Und weil dann lernt man halt immer so ein bisschen von der Strecke halt doch ein bisschen mehr kennen. Du bist ein bisschen länger auf der, hast dann immer so, mal so ein paar Punkte, die man dann zum Beispiel wiedererkennt. Und das sind jetzt alles so Sachen, die jetzt halt dementsprechend zukünftig mal jetzt hier irgendwann mal, wenn wir es schaffen, mal dann vorkommt hier. Ja, den muss ich jetzt hier abbiegen. Nächster Halt, Robertstraße. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Da ist die Robertstraße. Ne, da müssen geradeaus weiter. Wir müssen ein wenig geradeaus weiter. Ja, also wie gesagt, Fahrkünste sind halt immer noch vorhanden. Mehr schlecht als recht wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es läuft schon, es läuft. Und wie gesagt, wann die nächste Leitstellenfahrt ist, kann ich jetzt im Augenblick gar nicht sagen. Es sieht nicht mehr so aus, als ob das irgendwie lange auf sich warten lässt, muss ich dazu sagen. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch noch die Wahlsendungen waren oder sind, ja, ist dann sowieso das ganze Wochenende gelaufen eigentlich. Deswegen ja heute so die OMSI-Folge kommt als kleiner Trostpflaster. Ja, und die Folge vom Train Simulator oder von Trainsim. Doch, Trainsim World, Train Simulator, ich weiß es gar nicht mehr. Trains and World war das gewesen. Auch nochmal mit fast einer Stunde unterwegs da. Ja, mehr kann ich euch leider dieses Wochenende nicht bieten, Leute. Aber nächstes Wochenende sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Oder aber vielleicht plane ich da was jetzt diese Woche Dienstag. Denn, Leute, es ist nun mal so, dass ja nun mal Feiertag ist. Der 1. Mai. Vielleicht kann man ja da irgendwas noch zaubern oder sowas. Das müssen wir machen. Nächster Halt, Hafenstraße. Bei der Bordstein. Alter! Das ist jetzt äußerst ungünstig, würde ich sagen, oder? So, weil wir jetzt ja hier keinen Stress haben wollen. Alter! Viel zu eng getrennt, muss ich hier. Hallo, Keule? Wo fahren denn alle? Unglaublich. Verkehrsregeln kennen die hier in Eilheim Lauenbach auch nicht einmal. Nächster Halt, Beider Wiegen. Hm,
Ja. Also wisst ihr aber soweit schon mal so im Groben und Ganzen Bescheid, dass jetzt hier Wochenende leider mal nichts kommt. So, Livestream-technisch. Und was wir denn, ob wir da überhaupt was machen, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann sehr, sehr spontan. Ich denke mal, eine Leitstellenfahrt wird es nicht werden. Wahrscheinlich, wenn denn so ein Bau-Livestream oder sowas, müssen wir mal gucken. Aber da schauen wir mal. Je nachdem, wie weit ich komme, wenn ich jetzt hier Folgen aufnehmen muss, ist natürlich auch nichts gewonnen, wenn wieder Folgen wieder ausbleiben. Habt ihr jetzt in der letzten Woche jetzt mitbekommen, ne? Dass da halt teilweise mal nichts kam. Und dann kommt auf einmal so ein Schwung mit 4 Videos am Tag. Ja, das ist dann halt natürlich dann immer ärgerlich, aber das war jetzt natürlich geschuldet, weil auch noch neue DLC kamen. Mal wieder ein kleines Update, so rund um Lotus, also so Strecken. Oh, schön gemacht hier. Ah, ich liebe so eine Passagen hier. Ja, Manfred braucht wieder ein Ticket. Hat sich mal wieder nicht am Automaten holen. Das ist größer als ich denke. Ja, das ist ein bisschen irritiert halt ein bisschen. Manfred 2 will auch noch ein Ticket. Gibt's doch gar nicht. Danke. Guten Tag. Schöne Linie, sehr abwechslungsreich. Fahren wir durch, ja. Finde ich cool, sowas. So, halt einen Vorort nochmal da durch da. So, Arnheim Osterfeld. Einen Einzelfahrschein. Oh, Keule. Mann. Sich
sich hier alle keine Tickets besorgen können hier. Das ist ein bisschen traurig. Nächster Halt, Irmannstraße. Komm, du passt doch durch. Oh, jetzt lässt er den dann auch hin. Boah, ist jetzt im Ernst hier? Tag. Beep, beep. Nächster Halt vor den Bäumen. Nächster Halt, Osterfelder Markt. So, eine Einbahnstraße, da kann uns jetzt von vorne entgegenkommen, hoffentlich. Keine Endhaltestelle oder sowas? Alles klar, weiß ich Bescheid. So, Leute, damit sind wir angekommen. Osterfelder Markt. Ja, ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, Anaheim Laurenzbach. Finde ich ziemlich cool gemacht. Mal schauen, was wir da in der nächsten Zeit eventuell noch sehen werden. Und ihr könnt mir gerne mal so in die Kommentare schreiben, welche ist denn eure Lieblingslinie hier in Anaheim Laurenzbach? Welche muss man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben? Wie gesagt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Wir sehen uns dann natürlich denn in den nächsten Folgen wieder und bald dann mal wieder in einem Livestream. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.